Ich möchte unbedingt mal allein verreisen, habe aber auch Angst davor. Wie kann ich mich überwinden? Wenn wir uns überwinden wollen, liegt unser Fokus eher auf dem, was uns blockiert. Wir gewichten dann unsere Ängste und Sorgen besonders stark. Eine Alternative wäre, sich eher auf die Dinge zu fokussieren, die uns interessieren und motivieren, also die Vorteile und Chancen in den Mittelpunkt zu rücken. Alles hat Vor- und Nachteile. Wenn man zusammen verreist, kann man sich vor Ort über die Erlebnisse austauschen, man kann zusammen planen, sich bei Unklarheiten helfen und später kann man dann zusammen in Erinnerungen schwelgen. Dafür muss man aber auch Rücksicht aufeinander nehmen, man muss vielleicht Kompromisse finden und man kommt nicht so leicht mit anderen in Kontakt. Wenn du magst, mach doch mal für beide Settings deine ganz persönliche Pro- und Kontraliste. Dadurch kannst du dich auf schwierige Momente beim Alleinreisen schon mal vorbereiten und gleichzeitig auch deine Vorfreude steigern. Und vielleicht führt ja diese Klarheit auch dazu, dass du deine Reise ganz bewusst anders planst, als wenn du zusammen mit jemandem unterwegs bist. Hilfreich ist es natürlich auch, klein anzufangen. Statt direkt alleine eine Weltreise zu machen, schau doch mal, welche Erfahrungen du bei einem verlängerten Wochenendtrip machst. Ich wünsche dir eine tolle Zeit mit dir allein.